Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Ja, ihr wisst natürlich, wo wir sind. Wir sind für euch nach Essen gereist, denn hier findet zum Glück dieses Jahr auch wieder die Spiel 2022 statt. Ich selber werde leider nicht so viel in den Messehallen unterwegs sein, wegen unserer zwei Kinder, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung gesucht, nämlich von Steff, Nico und Christoph, die ihr alle drei schon aus den Frisch von Tisch Folgen kennt. Die werden für mich die Interviews machen und ich werde nur ab und zu mal die Messehallen betreten. Aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, was sich dahinter mir in den Hallen so verbirgt. Und deswegen würde ich sagen, ich ziehe schnell meine Maske an, denn wir haben wieder Maskenpflicht auf der Messe und dann geht's los. Die Spiel fand im Jahr 2022 wieder in 6 vollgefüllten Hallen plus die Galeria statt. Dabei gab es für die Besucher ca. 1800 Neuheiten von knapp 1000 Ausstellern aus mehr als 50 Nationen zu sehen. Aber wie viele Besucher hatte die Spiel 2022 und konnte die Messe an die Rekordjahre vor der Pandemie anknüpfen? 147.000 leuchtende Augen hatten wir. Ja klar, das war eigentlich für uns jetzt aus meiner Sicht ziemlich optimale Besucherauslastung, weil wir hatten 75% mehr Fläche als letztes Jahr. Das heißt, es war nicht wie 2019, wo man hier wie die Sardine sich fortbewegte. Das wäre ein Albtraum für mich gewesen. Man hatte immer noch Luft. Es war immer noch, also es hat sich gut angefühlt. Es war zumindest nach meinem Empfinden auch deutlich besser gefüllt als noch im letzten Jahr. Aber wie gesagt, sie nicht überfüllt. Und für eine Pandemie war das goldrichtig. Wie immer gab es einiges zu sehen und zu spielen. Bei Board Game Circus konnte man schon vorab in die Rolle von Halbgöttern schlüpfen, und zwar beim Spiel Horus, das Ende des Jahres auf den Markt kommen wird. Hier wird erst noch eine Welt erschaffen. Was anfangs nur eine glatte Wasserfläche ist, wird im Laufe des Spiels durch zum Beispiel Berge und Vulkane aufgebrochen. Dabei gestalten die Spieler zusammen, aber gegeneinander ein und dieselbe Welt. Obwohl Board Game Circus ein recht junger und nicht allzu großer Verlag ist, ist er, genau wie viele andere Verlage, im Jahr 2022 noch größer auf die Messe zurückgekehrt. Ja, das Ganze kam eigentlich durch den guten Kontakt zu Uwe von Skellig Games. Mit dem haben wir uns schon öfter ausgetauscht, auch über verschiedene Dinge, so verlagsseitig. Und irgendwie ist letztes Jahr die Idee geboren worden, schon auf der Messe, Mensch, lass uns doch einfach zusammentun, dann können wir vielleicht mehr erreichen zusammen und einen größeren Stand uns leisten. Naja, und das haben wir jetzt beide getan und ich glaube, wir haben bei beiden Verlägen den größten Stand, den wir je auf der Messe hatten. Also insgesamt sind es 300 Quadratmeter, die wir uns hier aufgeteilt haben. Das ist einmal Board Game Circus, Skellig Games, aber auch Skellig Games Partner, VS und Eagle Griffin sind ja auch mit auf der Fläche. Das heißt also, wir teilen uns das dann so ein bisschen auf. Und ja, ich muss sagen, es ist toll eigentlich, so viele Spieltische auch anbieten zu können, weil das war was, was wir in der Vergangenheit eigentlich fast nie hatten. Wir hatten immer nur sehr wenig Platz. Oder eben letztes Jahr hatten wir überhaupt keine Spieltische, weil eben überhaupt nicht absehbar war, ja, wie wird das überhaupt funktionieren. Das haben wir nur einen sehr kleinen Stand gehabt. Und deswegen im Vergleich zum letzten Jahr natürlich jetzt gefühlt das Zehnfache an Fläche, das wir hier haben. Und es ist einfach toll, die Menschen zu sehen, wie sie Spaß haben am Spielen und die Tische sich ab 10 Uhr bevölkern nach und nach. Und jetzt sind sie alle belegt und das ist einfach klasse. Auch bei Queen Games war die Freude groß, wieder eine vollbesuchte Messe zu erleben. Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden damit. Wir haben endlich wieder 3 Stände und wir sind jetzt nur noch in Halle 3, aber immerhin doch auseinander. Es ist schon sehr viel Gefühl wie 2019 auch. Es ist sehr voll, die Tische sind besetzt und ja, man erkennt die Gesichter nicht so genau, aber ansonsten ist das schon wieder das Gefühl einer Messe wie früher, wie man so schön sagt. Queen Games schreibt sich mit der neuen Green Planet-Reihe Nachhaltigkeit auf die Fahne. Dabei sollen nicht nur die Spiele plastikfrei und nachhaltig werden, auch das Spielthema rückt den Umweltschutz in den Fokus. Powerline ist der erste Titel dieser Reihe, bei dem man 10 Städte möglichst mit nachhaltiger Energie so gut es geht versorgen soll. Auf der anderen Seite kommt mit Marrakesch der 4. Teil der Stefan Feld City Collection heraus. Während die anderen Titel bisher Neuauflagen älterer Spiele waren, handelt es sich nun zum ersten Mal innerhalb dieser Reihe um ein komplett neues Spiel. Marrakesch ist ein Expertenspiel, das typisch Feld ist. Im Kern steht ein Arbeitereinsatz- und Aktionsverstärkungsmechanismus, wobei durch eine Art Würfelturm, bei dem nicht immer alle Würfel rauskommen müssen, die Verstärkung nicht garantiert ist. Auch andere bekannte Autoren sind mit Spielen zurück.
Bei Lookout-Spiele erscheint Uwe Rosenbergs Atiwa. Während im vergangenen Jahr von ihm einige kleine Würfelspiele herauskamen, ist Atiwa wieder ein anspruchsvolles Arbeitereinsatzspiel, bei dem mal wieder in gewisser Weise gefarmt wird, allerdings diesmal in Ghana, wodurch es zum Beispiel zum Einsatz von Flughunden kommt. Das Spiel soll der Auftakt einer Ghana-Trilogie werden. Auch von Uwe Rosenberg ist das erste Spiel vom neuen Verlag The Game Builders. Applejack ist ein Plättchenlegespiel, bei dem man Honigkörbe aneinanderlegen möchte, um Honig zu bekommen, die Währung in diesem Spiel und gleichzeitig möglichst große Apfelplantagen zusammenlegen will. Aiolos von Arve de Fühler hat ein klassisches Setting. Wir versuchen als alte Griechen den spielnamengebenden Windgott Aiolos zu huldigen. Dafür versuchen wir, die Winde zu nutzen und unsere Schiffe zu punkteträchtigen Tempeln zu bewegen. Zwei Kartenablagestapel bilden die Windstärke, wobei wir im eigenen Zug immer nur eine Karte ablegen dürfen. Die Hälfte des Windes wird also von den Mitspielern bestimmt. Mit Marder bringt Sophia Wagner bei Helvetic ein kleines Kartenablegespiel, das bereits ab 6 Jahren spielbar ist. Man muss stets höher auf den eigenen Ablagestapel spielen oder Karten nachziehen. Sonderkarten liefern dabei noch Überraschungseffekte. Zwergendorf ist eines der neuen Spiele von Rita Model und erscheint bei Skellig Games. Stift und Papier gab es bei Spielen in den letzten Jahren ja zuhauf, doch Rita Model kombiniert diese Elemente nicht wie sonst üblich mit Würfeln, sondern mit Karten und lässt diese von den Spielern draften. Diese Kombination ist erfrischend selten. Zwergendorf soll sich im Kennerniveau bewegen. Rainer Knizia bringt wie jedes Jahr viele verschiedene Spiele, die bei vielen internationalen Verlagen veröffentlicht werden. Mysteriöse Unterwelt ist ein Plättchenlegespiel, das beim polnischen Verlag Treffel erscheint. Alle Spieler haben 20 gleiche Plättchen und legen im Laufe des Spiels 16 davon in ihren Dungeon. Ein Spieler zieht verdeckt und gibt damit vor, welches Plättchen als nächstes gelegt wird. Anlegeregeln gibt es keine, man sollte sein Labyrinth aber so bauen, dass man möglichst viele Schätze und möglichst wenig Monster erreicht. Wolfgang Kramer ist bekannt dafür, im Duo Spiele zu entwickeln. Bei Sauschaf ist Christian Stör sein Sparringspartner. Das Spiel von Amigo ist in 2 Phasen aufgeteilt, in denen stetig mit Handkartenmehrlingen um die Zugreihenfolge geboten wird. In der ersten Phase erweitert man dabei seine Kartenhand. In der zweiten Phase kann und sollte man zusätzlich die punktebringenden Chili-Soßen mit den Handkarten zubereiten. Vielleicht das komplexeste Spiel, das Uwe Rosenberg je entwickelt hat, wird der Oranienburger Kanal. Die Spieler erstellen einen Industriepark und umbauen dessen Gebiete dann mit Wegen und überbauen diese Wege später mit Brücken. Dadurch generieren die Spieler ihre Aktionen. Diese zum richtigen Zeitpunkt auszulösen, ist bei Oranienburger Kanal das entscheidende Element. Strohmann Games setzt auf sein bekanntes Konzept und bringt mit QE ein Spiel heraus, das es bereits international seit 2019 gibt. Bei QE handelt es sich um ein Beat-Spiel, bei dem man aber unbegrenzt Geld zur Verfügung hat. Die Spieler bieten auf Unternehmen, die Punkte einbringen und können wirklich ansagen, was sie wollen. Der Haken, derjenige, der am Spielende das meiste Geld ausgegeben hat, verliert automatisch. Die Welt ist insgesamt in Aufruhr. Pandemie, Krieg, man wünscht sich mittlerweile, dass das größte Problem einer Lieferkette nur noch ein im Kanal stecken gebliebenes Schiff ist. Wenn wir selber produzieren und unter Kontrolle haben, dann sind wir eigentlich inzwischen ganz gut. Also wir haben so viel Puffer, den wir da einrechnen für Schifffahrt, für Hafenlaufzeiten und sonst wie. Aber nichtsdestotrotz liegen wir auch da mal daneben. Also das Akropolis, was wir vorhin hatten zum Beispiel, das ist seit 22. September beim Zoll. Also so lange dauert das sonst nie. Ja, aber willst du machen, ja. Haben wir jetzt halt leider nicht hier. Aber typischerweise haben wir das schon ganz gut im Griff wieder. Frank Nowak selbst ist Inhaber und Chef verschiedener Unternehmen der Spieleszene, von Versandhandel bis Verlag. Neu auf der Liste des Allrounders ist nun die Aktivität als Autor mit seinem Spiel Gap. Oftmals will man bei Spielen, bei mehreren Kartensorten, diese gleichmäßig sammeln. Bei Gap will man aber die Lücke finden und möglichst großen Abstand zwischen den Sorten erreichen, um im großen Stil zu punkten. Höher, weiter, schneller. Heat ist ein Autorennspiel, erschienen bei Days of Wonder. Kartengesteuert ist es aber nicht nur wichtig, Strecke zu machen, sondern auch in den Kurven nicht die Haftung zu verlieren und den Motor am Leben zu halten. 3, 2, 1, Stupor!
Ja, nachdem in der Pandemie Großgruppenspiele ja eher nicht funktioniert haben, weil wir uns nicht treffen durften in so großen Runden, kommen jetzt besonders viele Großgruppenspiele raus, wie zum Beispiel hier Stupor. Kasper Lapp bringt wieder Party in die Bude für große Runden. Mit Fun Facts muss man sich untereinander kooperativ einschätzen. In der Art, wie zum Beispiel, wie viele Länder man schon bereist hätte. Die Teilnehmer müssen jeweils geheim mit einer Zahl antworten und dann nacheinander ihre Antworten verdeckt in aufsteigender Reihenfolge korrekt anordnen. Ein Spiel, bei dem man sich gut kennen sollte oder sich dann gut kennenlernt. Bei Challengers treten bis zu 8 Spieler gemeinsam in einem Turnier an. Und das mit Kartendecks, jeweils durch eine Art Capture the Flag-Duell. Die Spieler verbessern stetig von Runde zu Runde ihre Decks. Im Duell treten dann diese Decks automatisch gegeneinander an. Der Mix der Karten muss also vorher gut geplant sein, um zu gewinnen. Bei Secret Identity hat jeder Spieler eine Geheimidentität und möchte, dass seine Mitspieler diese so schnell wie möglich erraten. Hinweise gibt es durch Karten mit Piktogrammen. Dummerweise hat man nur eine begrenzte Menge an Piktogrammkarten und die eigene Identität ändert sich auch noch jede Runde. Umrisse eines Gegenstands darzustellen ist nichts Neues. Bei Outlines von Moses hat man dafür aber nur eine Kette und einen Zeigestab als Hilfsmittel. Allein damit muss man seinen Mitspielern so gut es geht den gesuchten Begriff darstellen. Ready Set Bet ist ein Wettspiel für sogar bis zu 9 Personen. Es geht um Pferderennenwetten. Jede Runde setzen die Spieler auf die besten Pferde und das während das Rennen läuft. Nach 4 Runden wird schließlich abgerechnet, wer beim Wetten das meiste Glück hatte und gewinnt. Deal with the Devil von Chess Games Edition ist ein Spiel, das hingegen genau 4 Personen benötigt. Jeder hat eine andere geheime Rolle, die sich asymmetrisch spielen. Die Spieler handeln untereinander, so will der Teufel etwas von der Seele der Mitspieler, gleichzeitig möchte der Kultist seine Seele loswerden. Um seine Ziele zu erreichen, sollte man möglichst lange unentdeckt bleiben. Verwaltet wird das Ganze über eine App. Chess Games Edition ist auch der Verlag, der 2016 das berühmte Codenames herausgebracht hat, damals zusammen mit dem Heidelberger Spieleverlag, der an Asmodee verkauft wurde. Seit 2022 ist die Marke Codenames zwischen Chess Games Edition, Asmodee und dem neu gegründeten Heidelberg Games aufgeteilt. Die Aufteilung ist, dass wir der exklusive Vertrieb für alle CGE-Spiele sind. Ja? Wir beliefern Asmodee weiter mit Codenames. Das ist tatsächlich richtig. Das heißt, die beliefern jetzt tatsächlich eben diejenigen, die wir eben nicht erreichen. Und das ist einfach so, auch heute noch, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr machen, sind wir immer noch nicht Asmodee. Haben es auch gar nicht vor zu werden. Bei Fish and Cat schnappt man sich Fischkarten aus der Auslage. Und zwar mit kleinen Pfoten, die man sich über den Finger zieht. Ein schnelles Reaktionsspiel, das bereits für jüngere Spieler ab 6 Jahren spielbar ist. Tales on Fire von Heidelberg Games setzt die Kartenspielreihe des Verlags fort. Mit 3 ausgesuchten Karten pro Durchgang gilt es möglichst als letzter noch im Spiel zu sein, indem man aufsteigende Karten spielt, passt oder blufft. Wer die letzte Karte spielt, gewinnt das punktebringende Feuer. Bei Combinations ist Kombinieren angesagt, und zwar durch das Legen von Plättchen, die man durch einen Rondell-Auswahlmechanismus erhält. Die darauf abgebildeten Wälder, Felder, Städte und Seen müssen mit passenden Einrichtungen wie Zoos, Flughäfen oder Hotels verbunden werden. Bei Tindia geht es auf die Insel, besser gesagt auf die Kanarischen Inseln. Als Ureinwohner gilt es über 3 Zeitalter zu siedeln, Götter zu besänftigen und Eroberer zurückzuschlagen. Verschiedene Missionen, Katastrophen und Ziele, sowohl kooperativer und kompetitiver Modus, sorgen bei diesem umfangreichen Abenteuer ums Überleben für viel Abwechslung. Auch im Bereich der Brettspieltische ist dieses Jahr einiges passiert. Bei Mesas Pasos Suergas wurde der Prototyp eines Tables to Go gezeigt. Ein aufklappbarer Spieltisch, den man mitnehmen und auf den vorhandenen normalen Tisch legen kann. Bei Cuplex kann man nun den Altar auch nach Belieben vergrößern. Mehr als 3 Meter sind möglich. Die Weltneuheit, auch die Spielefläche, lässt sich dabei ausziehen. Gleichzeitig hat das neue Modell dadurch mehr Stauraum für Zubehörteile. Somit steht auch bei kleineren Zimmern einem großen Spieleabend nichts mehr im Wege. Klein aber oho! Infernal Wagon reiht sich in die Yellow Minigames-Reihe ein. Ein kooperatives Kartenspiel, bei dem man mit einer rostigen Drasine so schnell wie möglich den Ausgang finden muss. Denn das Bergwerk stürzt gerade ein. Ein rasantes Echtzeitspiel gegen die Zeit von 7 Minuten, atmosphärisch durch gepassende Musik unterlegt.
In Deutsch sind die Titel von Yellow über den Vertrieb von Huch erhältlich. Gerade in letzter Zeit hat der Vertrieb Huch besonders viele neue Partner dazugewonnen. Wir haben dieses Jahr zum Januar haben wir Helvetik bei uns mit aufgenommen. Wir haben außerdem im Frühjahr den französischen Verlag Ozu mit aufgenommen und bauen jetzt gerade an der Partnerschaft mit Sit Down. Von denen haben wir jetzt, kommen wahrscheinlich so im November, 4 Titel, die wir im Sortiment aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Bei Huch gibt es dieses Jahr auch eigene Produktionen. East India Companies stellte das Kennerspiel des Verlages des Jahres 2022 dar. Als Besitzer einer Reederei gilt es, mit Schiffen Handel zu treiben, das Unternehmen zu vergrößern, Aktienhandel zu betreiben und. Dabei kann man sogar in die Unternehmen der Mitspieler investieren. Bei Overbooking kann die Party starten. Um die Gäste der Feierlichkeiten der Prinzessin unterzubringen, sind den Spielern alle Mittel recht. Denn die Hotels und Gasthäuser sind hoffnungslos überbucht. Die Menge der Gäste, die die Spieler ins Rennen schicken, muss geschätzt werden und man sollte mögliche fiese Tricks im Auge behalten. Oerk ist ein Arbeitereinsatz- bzw. ein Droideneinsatzspiel, das bei Gamebrewer erscheint. Über Multifunktionskarten werden diese auf dem Spielplan geschickt, um Aktionen durchzuführen. Anfangs hat jeder nur eine Hand aus 3 Karten. Diese können im Laufe der Zeit auf bis zu 6 erweitert werden, um speziellere Aktionsmöglichkeiten zu erhalten. Bei Miraculous wird ein Freizeitpark aufgebaut, und zwar beim Spiel Fabelland. Natürlich baut man Attraktionen, um Gäste anzulocken. Das Anlocken ist hier aber speziell, denn über einen Karussell-Drehmechanismus werden die Gäste mehr oder weniger zufällig in die angrenzenden Fahrgeschäfte geschleudert, und das müssen nicht unbedingt die eigenen dann sein. Bei Treehouse Diner leitet jeder Spieler eine eigene Küche. Die Kundenanfragen und die Speisekammer teilen sie sich aber untereinander auf. Das muss dann nicht unbedingt fair ablaufen. Daher gilt es, möglichst schnell zu sein und gut im Blick zu halten, welche Zutaten demnächst zur Neige gehen. Ein Familienspiel, das bei Funtails unter dem neuen Label Funtails Family erschienen ist. Da wir glauben, dass Spielen sehr viele Leute vereint und einfach im Leben auch einen sehr positiven Effekt bringt, wollten wir auch eine breite Masse an Leuten ansprechen, haben es relativ früh entschieden, dass wir nicht als, in der Komplexität beim Clanmore 2 nur da sein wollen. Deswegen war auch gezielt unser nächstes Spiel, das Quiz Club, was sehr zugänglich ist, auch in eine breite Masse geht. Wir haben das Feed the Kraken, was ein sehr unterschiedliches Spielerlebnis ist, man hört es hier. Das heißt, wir wollen eigentlich alles abdecken, außer Kinderspiele. Jetzt haben wir trotzdem das Gefühl gehabt, wenn jetzt jemand unsere Funtails-Brand wahrnimmt, verbindet er im Moment immer noch die Hardcore-Spiele oder die komplexeren Spiele damit. Und deswegen haben wir das Funtails Family Label gegründet, das eben klar machen soll, dass das wirklich ein Familienspiel ist, was wir hier jetzt veröffentlichen. Auch der Feuerland Verlag hat ein neues Label. Nachdem der Verlag schon das Blue Label eingeführt hat, für Spiele, die eher einfach sind, kommt nun La Familia als erstes Spiel mit dem neuen Totenkopf-Label heraus, das noch speziellere und herausfordernde Spielerfahrungen bieten soll. Bei La Familia kämpfen 2 Zweierteams um die Vorherrschaft über Sizilien, ein Mafiaspiel, bei dem es natürlich auch zu schmutzigen Methoden kommt. Terra Mystica ist eines der beliebtesten Feuerlandspiele, bekommt nun mit Terra Nova einen einfacheren Kennerspielableger. Allerdings kommt Terra Nova nicht unter dem Feuerland Blue Label, sondern beim Cosmos Verlag heraus. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ganz pragmatisch, weil wir einfach eh schon genug zu tun haben, sage ich mal. Und wenn sich dann jemand anders um den Vertrieb kümmert, umso schöner. Aber wir wollten das auch gerne mal ausprobieren, weil das so, wir hatten das Gefühl, das Format von Terra Nova, das passt einfach perfekt zu Cosmos. Und wir glauben, dass die das einfach extrem gut dann auch natürlich verkaufen können. Und darum haben wir gedacht, ja, wir probieren das mal aus, ja, und schauen mal, wie gut das geht mit denen. Bei Feuerland gibt es dieses Jahr auch wieder einiges zu feiern. Arche Nova aus dem vergangenen Jahrgang vom Autor Matthias Wigge hat es nicht nur auf die Empfehlungsliste des Kennerspiel des Jahres geschafft, sondern auch noch den Deutschen Spielepreis gewonnen. Das war ein ganz wildes Jahr. Wir haben einige Preise gewonnen, aber der Deutsche Spielepreis ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Das kann man nicht anders sagen und das hat mich riesig gefreut. Also danke an alle, die abgestimmt haben. Ja, und super. Auf der Spiel 22 gab es aber nicht nur Spiele zu sehen und zu spielen, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm.
der Research Day am Samstag rückte dabei das Thema Brettspiele in der Wissenschaft in den Fokus und wurde vor allem durch Vorträge und Talkrunden abgebildet. Ja, zunächst einmal ist es ja tatsächlich eine Ehre, hier beim ersten Panel auf der Spiel 2022 auf einem Research Day die Ehre zu haben, das zu moderieren. Und das passt sehr gut zusammen, weil Brettspiele sind ein sehr diverses Thema. Wir haben ganz unterschiedliche, ganz vielfältige Kulturen, die in Brettspielen beispielsweise repräsentiert werden. Und Forschung ist genauso multikulturell, ist genauso interdisziplinär und genauso vielfältig wie Brettspielen. Also von daher passt es sehr gut zusammen. Federführend beim Research Day war das Projekt Board Game Historian, das wissenschaftliche und historische Themen rund um das Brettspiel sammelt und bündelt. Board Game Historian ist ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen, die sich mit dem breiten Themenfeld von Geschichte und Gesellschaft im analogen Spiel beschäftigt. Das heißt, wir untersuchen, wie das Medium des modernen Brettspiels gesellschaftliche Themen verhandelt. Und unser Ziel ist es, als Vernetzungsplattform für die deutsche Brettspielforschung ja im Endeffekt zu agieren. 2F-Spiele ist wieder zurück in Essen und hat zwei Neuheiten im Gepäck. Fasanerie ist ein Kartenspiel, das für zwei Personen ist. Mit mehr Spielexemplaren kann man das Spiel aber auf bis zu 6 Spieler erweitern. Entlang eines Pfades müssen möglichst wertvolle Karten eingesammelt werden. Bei jeder Partie sind 6 aus 12 Kartentypen im Spiel, wodurch jede Menge Variationsmöglichkeiten möglich sind. Finddorf ist ein Kennerspiel, bei dem man eine Stadt über mehrere Epochen aufbaut. Es wird Engine-Building und Ressourcenmanagement gefordert, wobei man die Eigenheiten der Epochen beachten sollte. So ist Torf zunächst der Hauptenergielieferant und wird später von Kohle abgelöst. Mit der Minecraft-Lizenz hat Ravensburger eins der erfolgreichsten Videospiele im Programm. Und mit Portal Dash und Heroes of the Village kommen gleich 2 neue kooperative Minecraft-Spiele in diesem Jahr auf den Markt. Portal Dash, was wir hier neben mir haben, ist eher für Kenner geeignet und Heroes of the Village ein schönes Familienspiel. Aber auch andere Videospiele und sogar Filme bekommen dieses Jahr eine Brettspielumsetzung. Minecraft Defenders of the Village ist ein kooperatives Familienspiel. Minecraft-Steine müssen passend zur Landschaft, auf der man gerade ist, aus dem Beutel gezogen werden. Mit diesen erstellt man Verteidigungsgebäude, um die nahenden Feinde abzuwehren. Zieht man aber einen schwarzen Stein, so ist man auf Gegner gestoßen, die das Einsammeln neuer Steine an dieser Stelle ab sofort verhindern. Minecraft Portal Dash ist dabei etwas komplexer. Auch thematisch wird es gefährlicher, denn die Spieler steigen kooperativ in die Minecraft-Unterwelt, behaupten sich gegenüber starken Feinden und sammeln seltene Blöcke ein und erledigen Aufgaben. Mit Rückkehr zur Isla Nublar gibt es ein Spiel parallel zum aktuellen Jurassic World-Film. Die Spieler kehren, wie der Titel schon sagt, zur Isla Nublar zurück, die weitestgehend zerstört ist. Dabei sammeln sie zurückgelassene Forschungsergebnisse ein. Vor den wenigen Dinosauriern, die auf der Insel noch leben, müssen sich die Spieler aber trotzdem in Acht nehmen. Viel entspannter geht es bei Dorfromantik zu. Das Brettspiel zum gleichnamigen Videospiel besticht vor allem durch seine entspannte Stimmung. Diese Stimmung wird nun durch ein kooperatives Plättchenlegespiel eingefangen. Landschaften legen und Aufträge übernehmen wurden entsprechend der Vorlage übernommen. Eine Kampagne sorgt dafür, dass im Laufe der Partie neues Spielmaterial dazukommt. Bereits Ende 2020 durch den Kickstarter gegangen, kommt nun Endless Winter bei Frosted Games auf Deutsch. Ein anspruchsvolles Entwicklungsspiel, in dem wir als Stammesführer unser Volk durch die Eiszeit führen. Das Spiel ist vor allem kartengetrieben, mit dem wir die weiteren Aktionen wie Ausbreitungen auf dem Spielplan und Einsätzen von unseren Stammesmitgliedern steuern. Bei Swindler beklauen wir die reichen Säcke, und zwar wortwörtlich. Beim neuen Spiel von Edition Spielwiese sind bunte Stoffsäcke die Personen, die beklaut werden. Dabei gehen die Spieler stets ein Risiko ein, denn zuerst wird ein Auftrag angenommen und dann blind Beutestücke gezogen. Dabei kann man auch erwischt werden oder das Falsche ziehen. Nimmt ein anderer Dieb den unerfüllten Auftrag später an, so gibt es Minuspunkte. Bereits in den letzten Jahren kam der Trend zum Fortsetzen von Reihen mit eigenständigen Spielen auf. Auch auf der Spiel 22 gab es einige solcher Titel. Bei Deep Print Games stellt Caldera Park die unabhängige Fortsetzung von Savannah Park dar. Denselben Grundkonzept folgend müssen die Spieler Tierplättchen in ihrem Park sortieren und so möglichst große Gruppen bilden. Dabei gibt es diesmal mehr Einschränkungen bei der Wahl der Plättchen. Dafür wird aber nichts umsortiert, wodurch auch der Anspruch etwas steigt.
Ebenfalls von Deep Print Games ist Skyminds, der inoffizielle Nachfolger von Mombasa. Inoffiziell, da die Rechte von Mombasa bei Plan B Games liegen. Das Autoren- und Redaktionsteam ist aber mit Alexander Pfister und Viktor Kubicke dasselbe wie damals. Im Kern wird die verfeinerte Spielmechanik von Mombasa in ein Weltraumthema gesetzt. Anstelle von Afrika wird nun aber der Mond kolonisiert. Der Fall des Bergkönigs von Skellig Games ist der Nachfolger von In den Hallen des Bergkönigs. Thematisch deckt es die Vorgeschichte ab, in der die Trolle von den Zwergen aus dem Inneren des Berges vertrieben wurden. Hier kommen gänzlich neue Mechanismen zum Tragen, vom Zusammenstellen der eigenen Aktionsauswahl bis hin zu Area Control bietet der Fall des Bergkönigs viele Möglichkeiten. Alexander Pfister setzt wieder auf alte Pferde bzw. auf alte Kühe. Great Western Trail 2 Argentinien ist der zweite von drei Great Western Trail Teilen, die jeweils eigenständig spielbar sein sollen. Auch hier wird am Grundkonzepten erstmal nichts gerüttelt. Es gilt, eine punkteträchtige Rinderherde zusammenzustellen und in Richtung des Endpunktes einer Wegstrecke zu treiben. Gebäude nutzen, Fähigkeiten ausbauen und Angestellte einstellen ist auch nichts Neues. Das Ganze wird aber durch neue Elemente wie die neue Währung Getreide oder auch Erschöpfungskarten, die nachhaltig das eigene Deck schwächen, sowie Rinder mit Spezialfähigkeiten komplexer und anspruchsvoller gemacht. Spiele, die für jedermann sind, die ohne Vorkenntnisse und von vielen Altersstufen gespielt werden können, gibt es tatsächlich nicht viele. Seit einigen Jahren gibt es aber eine Organisation, nämlich das Generationensiegel, die diese Spiele sichtbar machen möchte. Das Generationsspiegel ist ein Qualitätssiegel, was Spiele auszeichnet, die ideal sind, damit von Kindern über Erwachsene bis hin zu SeniorInnen alle gemeinsam an einem Spieletisch spielen können. Und wir schauen dabei nicht nur auf den Spielespaß, der natürlich wichtig ist, sondern vor allem auf Qualitätskriterien. Das heißt, sind die Texte groß genug, Farben unterscheidbar, Material stabil, die Spielanleitung gut erklärt. Da haben wir relativ viele strenge Kriterien, nachdem wir die Spiele bewerten. Zu den neuesten Preisträgern zählt Jamaica von Space Cowboys und Seven Wonders Architects von Repos. Bei Skellig Games konnte man Chocolate Factory entdecken. Ein Spiel, das geübte Familien sowie Kenner ansprechen will. Hier gilt es, die eigene Schokoladenfabrik auszubauen, zu optimieren und die besten Angestellten zu rekrutieren. Innerhalb von 6 Runden wollen wir die beste Produktionskette entwickeln, um den Kundenwünschen so gut es geht nachzukommen. Das Zwei-Personen-Spiel hat sich schon in der Pandemie als sehr beliebtes Genre herausgestellt und es gibt inzwischen ganz viele Spiele, die wirklich für zwei Personen explizit ausgewiesen sind. Das ist ein großer Vorteil, denn bei manchen Spielen ist es so, dass die für 3 und 4 Personen ganz gut funktionieren, aber die Zwei-Personen-Variante dann eher ja, mit so ein bisschen Problemen dann spielbar ist. Deswegen umso schöner, dass es sehr viele Zwei-Personen-Spiele gibt. Und ich habe hier eins als kleines Exempel da. Das ist nämlich Fika von Board Game Circus, was man hier auf das Spiel 2022 spielen konnte. Splendor Duel ist die Zwei-Spieler-Variante vom bekannten Splendor. Diesmal wurde der Autor Marc-André von Bruno Catalla unterstützt. Chips werden auf gewisse Weise vom Spielplan genommen, um mit diesen dann Juwelenkarten zu erwerben. Die bringen dann nicht nur Prestigepunkte, sondern auch besondere Fähigkeiten. Mit Basilica bringt Portal Games ein Zwei-Personen-Spiel aus dem Jahr 2010 neu heraus. Zwei Baumeister duellieren sich darum, wer mehr und besser beim Aufbau einer Kathedrale hilft. Dabei geht es vor allem ums Platzieren von Plättchen und Beanspruchen von Farbbereichen. Die Buttonshy Games werden für gewöhnlich in Deutschland bei Frosted Games veröffentlicht. Das Valley kommt allerdings beim Cosmos Verlag heraus. Das Spiel selbst besteht wieder aus wenigen Karten und stellt ein Duell um den schönsten Roadtrip durch das Death Valley dar. Stets muss man entscheiden, die offene Karte oder eine verdeckte in seine Auslage zu nehmen. Sammelt man zu viele gleiche Symbole, so verliert man aber seine gesamte Auslage. Als alternative Aktion darf man einzelne Karten im eigenen Album sichern, die dann aber nicht mehr über den normalen Weg punkten. Bei Beer and Bread von Deep Print Games wollen die beiden Spieler das beste Brot backen und das schmackhafte Bier brauen. Dabei müssen sie sich die verfügbaren Ressourcen aufteilen. Außerdem sollte man die beiden Kategorien ausgewogen bedienen, denn am Ende des Spiels zählt für jeden dann nur die schlechtere Wertung. Bei Rise wird mal wieder eine Stadt aufgebaut. Durch verschiedene Errungenschaften in Wissenschaft und Politik und so weiter erhalten die Spieler Ansehen. Doch muss man diesmal auch die Konsequenzen seiner Entscheidungen im Blick haben.
Investiert man in Industrie, so geht das auf Kosten der Umwelt. Es gilt also, möglichst die Waage zwischen allen Bereichen zu halten. 80 Tage lang um die Welt reisen wird bei 80 Days von Piatnik innerhalb von ca. einer Stunde abgebildet. Die Spieler reisen durch die Welt und sammeln Erlebnisse fürs Tagebuch und füllen geschickt ihren Koffer. Am Ende sollte man auch nicht zu lange für die Heimreise zurück nach London brauchen. Gesteuert wird das Spiel über Aktionen, die im Laufe einer Runde, je häufiger sie genutzt werden, teurer werden. Die Spiel zieht jedes Jahr die gesamte Spieleszene zusammen. Ein beliebter Treffpunkt für Content Creator ist bereits seit einigen Jahren das Meet and Play. Wir hatten über 250 Leute, die bisher, also wir haben jetzt die Hälfte ungefähr rum, 250 Leute kamen bisher hierher, haben sich ausgetauscht und es wird sich wohl auch in Zukunft eine Gruppe mit niederländischen Spielern hier treffen und so. Und es ist einfach super geil, weil ganz viele Leute zusammenkommen, sich austauschen, vielleicht Projekte in Zukunft zusammen auch machen und eben die Community die Möglichkeit hat, eben in Kontakt zu treten mit Leuten, die sie normalerweise an der Messe vorbeihuschen sehen. Beim Nürnberger Spielkartenverlag gab es dieses Jahr wieder mit Tricks ein kleines Kartenspiel. Es gilt, Karten so abzulegen, dass man als erster alle Zahlen eines Blocks abgekreuzt hat. Dabei darf man auch aus zwei Karten eine Summe bilden und kann durch das Vervollständigen von Reihen extra Kreuze erhalten. Auch Abacus-Spiele zeigt mit St. Patrick ein handliches Kartenspiel mit Stichspielmechanismus. Dieses kommt aber leider erst nach der Messe. Bei Hybrim machen die Spieler mit Finding Atlantis sich, wie der Name schon sagt, auf die Suche nach Atlantis. Dafür ist deduktives Geschick gefragt. Aktionskarten werden mit einer App gescannt, um Informationen zu sammeln. Die Mitspieler hören allerdings mit, weshalb man versuchen sollte, seine genaue Position geheim zu halten, sodass die anderen nicht zu viele Informationen durch den eigenen Zug erhalten. Treffel ist einer der größten polnischen Spiele- und Puzzlehersteller und steigt jetzt auch international in den Brettspielbereich ein. Der Herr der Knochen ist eines der ersten drei Spiele, in dem es vor allem ums Plättchenlegen geht. Mit diesem bauen wir einen Dungeon zusammen, in dem dann unser nach Möglichkeit für alle Gefahren gerüstete Charakter bestehen muss. Bei Das Buch der Drachen wird mit Würfeln auf Drachenkarten geboten. Die gesammelten Drachen bringen dann noch Fähigkeiten mit, um das Überbieten der Mitspieler zu vereinfachen. Trends, 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 Trends. Was sind die Trends der Spiel 22 in Essen? Thematisch ist es ganz klar, da gibt es Mittelalter und Fantasy und so weiter. Aber dieses Jahr ist ganz überraschend viel Science-Fiction dabei. Und was für Science-Fiction-Spiele euch so erwarten für den aktuellen Spielejahrgang, das könnt ihr euch jetzt mal fein, fein angucken. Escaping Earth ist das erste Brettspiel von Adventure, die ansonsten für Escape- und Krimispiele und ihre besonderen Rätselwürfel aus Holz bekannt sind. Die Spieler müssen Raumschiffe bauen, um von der Erde zu fliehen. Ein Zivilisationsschiff wird gemeinsam konstruiert und muss zwingend fertiggestellt werden, sonst verlieren alle gemeinsam die Partie. Man kann aber auch den Bau des eigenen privaten Konföderationsschiffs vorantreiben. Am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Astronauten ins Weltall schicken konnte. Bei Starship Captains von Czech Games Edition und Heidelberg Games sind die Raumschiffe bereits fertig. Als neuer Kapitän reist jeder Spieler durch die Galaxie, rekrutiert und trainiert seine Crew, baut sein Schiff aus und erlebt Abenteuer. Es gilt im Universum bei drei Fraktionen Ruhm und Ehre zu ergattern, um zu gewinnen. Ein anderes sehr interaktives Raumschiff ist Spaceship Unity, welches auch kooperativ gespielt wird. Bei diesem Titel verwandelt der Verlag Pegasus-Spiele das eigene Wohnzimmer bzw. die gesamte Wohnung zum Raumschiff. Man erlebt eine interaktive Story-Kampagne, die von den Entscheidungen und den Ergebnissen der Spieler abhängt. Gespielt wird unter anderem mit Gegenständen in der Wohnung, so werden der Staubsauger oder das Werfen von Socken zum Teil der Schiffstechnik. The Council of Shadow ist eine Art Wettrennen, das bei Ravensburger unter der Marke Alea herauskommt. Die Spieler siedeln im Weltraum und bringen ihre Zivilisation voran. Dabei ist die Energiegewinnung besonders wichtig. Wer als erstes drei Quantensprünge bei dieser geschafft hat, gewinnt. Auch Planet B ist ein Spiel mit Science-Fiction-Thema. Der Autor ist aber ungewöhnlich, es ist Johannes Natterer, der sonst bei Hans im Glück mit für die Redaktion zuständig ist. Wir haben uns quasi auf diesem Planeten B niedergelassen und dort versuchen wir als Politiker möglichst viel Schwarzgeld
ranzuschaffen. Wir sehen hier so ein bisschen unser Geld, das ist quasi auch eine Ressource. Und davon versuchen wir möglichst viel umzuwandeln und in unsere eigene Tasche zu spülen. Jetzt geht's auf den Ponyhof. Naja, bei Fantasy Ranch, dein Reiterhof, sind die Tiere dann doch schon etwas größer. Es geht um Pferde, die mit schönen Holzmiepeln dargestellt sind. Daneben muss die Ranch ausgebaut, Mitarbeiter eingestellt und Turniere gewonnen werden. Kooperative Spiele galten vor einigen Jahren noch als ungewöhnlich. Heute sind sie aber fester Bestandteil der jährlichen Neuheiten. Familia Tales bringt Playtate das nächste Kampagnenspiel mit Ringbuch heraus. Diesmal wird es magisch. Als fantastisches Wesen begleiten wir eine Prinzessin zum Erwachsenwerden und erleben mit ihr jede Menge Abenteuer. Das Spiel ist App-unterstützt und bringt auch eine deutsche Vertonung mit. Beim Kobold Verlag wird mehr oder weniger ernsthaft ein Film produziert. Roll Camera ist ein Würfeleinsatzspiel, bei dem wir als Filmcrew gemeinsam mit wenig Zeit und knappem Budget einen möglichst guten Film produzieren wollen. Das Ganze wird mit humoristischen Flavortexten unterlegt. Autry von Boardgamebox fährt hier eine ernstere Schiene. Autry will ein Rollenspiel als Brettspiel sein. Man schlüpft in die Rolle von Helden und erlebt kooperativ verschiedenste Geschichten, die sich um die Verteidigung der zentralen Burg drehen. Bei Kazuka geht es ruhig zu. Wir sind Zootiere, die die Flucht planen. Da wir in verschiedenen Gehegen sind, können wir uns nur kryptische Informationen über die uns vorhandenen Fluchthilfsmittel mitteilen. Dazu werden auf dem Spielplan Felder mit Tierköpfen markiert. Finden wir dadurch einen Typ Hilfsmittel, den wir gemeinsam mindestens so oft auf der Hand haben wie auf dem Feld gezeigt, steigen wir im Level auf, was den nächsten Versuch einfacher macht. Spätestens in der siebten Runde muss die Flucht mit einer der hohen Zahlen im weißen Bereich gelingen. Carcassonne erhält nach über 20 Jahren jetzt eine kooperative Variante mit Nebel über Carcassonne. Gemeinsam müssen die Spieler eine Zielpunktzahl erreichen. Neues Element sind Geister, die in Nebelgebieten spuken. Sie sind nur begrenzt verfügbar und müssen besiegt werden, bevor ihr Vorrat leer ist. Schließt man ein Nebelgebiet korrekt ab, so werden die hier hausenden Geister zurück in den Vorrat vertrieben. Voll auf die 18 ist ein neues Spiel von Marc-Uwe Kling, das sich gegen Narzissmus und Rassismus richtet. Mit Karten und Würfeln versuchen die Spielenden, die Nazis auf den richtigen Weg zurückzubringen. Ein sehr ernstes Thema. Umso schöner ist es, dass der Gewinn aus diesem Spiel an eine Anti-Rechts-Organisation gespendet wird. Es gibt aber auch noch viele andere Spiele, die sich mit ernsten Themen beschäftigen. Die zeigen, das geht und man kann gemeinsam auch Spaß haben. Vor einigen Jahren hat das Videospiel This War of Mine mit seinem ernsten Thema über das Überleben von Zivilisten im Krieg für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile ist das leider sehr aktuell. Bei Heidelberg Games kommen nun die Erweiterungen zum dazugehörigen Brettspiel. Tough Calls ist ein Erzähl- und Abstimmungsspiel. Die Spieler werden in eines von 10 Endzeit-Szenarien versetzt. Die Welt ist untergegangen und die Menschheit kämpft ums Überleben. Die Spieler bilden quasi den Rat der Überlebenden und müssen Lösungen für verschiedene Probleme anbieten. Dabei wird frei erzählt. Per geheimer Abstimmung wird schließlich über die beste Lösung entschieden. Weimar ist ein Brettspiel, das durch die Zusammenarbeit von Skellig Games, Spielworks und Capstone Games entstanden ist. Es handelt sich um ein semi-kooperatives, asymmetrisches Spiel, das genau für 4 Personen zugeschnitten ist. Jeder vertritt eine der 4 Parteien, die während der Entstehung der Weimarer Republik aktiv war. Weimar wird ein anspruchsvolles, tiefgehendes Spiel, das mit einer Spielzeit von ca. 360 Minuten nicht nur abends, sondern sogar tagesfüllend werden wird. Frostpunk ist ursprünglich ein Videospiel mit ernster Thematik. Die Menschheit wurde von der Eiszeit übermannt. Nur wenige Überlebende sammeln sich um einen wärmespendenden Generator. Jede Ressource zählt und die Kälte ist der Feind aller. Bei diesem Überlebenskampf müssen aber auch unbequeme Gesetze verabschiedet werden. Wie entscheidet sich zum Beispiel die Gruppe für die Lösung des knappen Platzes in der Siedlung? Jede Option hat dabei seine Vor- und Nachteile mit weitreichenden Konsequenzen. 11 ist ein Fußballmanager-Spiel. Passend zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft kommt dieses Spiel bei Portal Games heraus. Es wird aber nichts Sportliches von den Spielern verlangt, vielmehr ist 11 ein Wirtschaftsspiel, bei dem man halt einen Fußballclub anspruchsvoll zur Meisterschaft verhelfen will. Crickety Pickety ist der Name Programm. Alle spielen gleichzeitig und decken Plättchen auf, die gut oder schlecht gelauntes Obst zeigen. Es gilt, Sets in entweder gleicher Farbe oder gleicher Form zu sammeln, allerdings nicht zu viele von einer Sorte. Zusätzlich muss das Obst eines Sets die gleiche Laune haben. Bei Woodcraft setzt Delicious Games wieder auf ein anspruchsvolles Spiel.
Im Zentrum steht ein Aktionsrondell, auf dem sich Aktionsplättchen stetig im Kreis bewegen und damit ihren Sonderbonus ändern. Mit diesen Aktionen müssen wir unsere eigene Werkstatt befeuern, um Holzprodukte zu erstellen und punkteträchtig an den Mann zu bringen. Bei Game Factory kommt mit Animal Kingdoms ein Mehrheitenkartenspiel heraus. 5 Gebiete fordern in jeder der 3 Runden eine andere Kartenablegeregel. Legt man regelkonform in ein Gebiet eine Karte ab, so platziert man dort ein Schild. Am Ende der Runde werden Punkte für Schildmehrheiten in den Gebieten ausgeschüttet. Die Schilder auf den Endfeldern kommen auf Kronenfelder und werden somit für die nächste Runde gespeichert. Man meint, das Thema Roll and Ride oder Flip wäre bereits ausgereizt. Doch trotzdem kommen jedes Jahr neue Spiele in diesem Genre, die auch neue Ideen mitbringen. Clever Forever ist der 4. Teil der Clever-Reihe und bietet bei gleichbleibendem Konzept wie die Vorgänger wieder neue Ankreuzregeln. Dazu gibt es eine neue Art Bonus, bei dem man Würfelaugen erhöhen kann. Ein Spiel für alle, die vorherige Clever-Spiele bereits ausgespielt haben. Next Station London ist ein Flip and Draw und erscheint bei HCM Kienzl. Nacheinander zeichnet man insgesamt 4 verschiedenfarbige U-Bahn-Linien in sein Netz ein. Dabei ist man relativ frei, die Linien dürfen sich nur nicht kreuzen. Gesteuert wird dies durch das Aufdecken von Karten, die die Art des Einzeichnens vorgibt. Die meisten Spiele dieser Art, unabhängig von ihrer Komplexität, sind von überschaubarer Größe. Bei Twilight Inscription ist dies anders. Das Roll and Ride Spiel zum großen Bruder Twilight Imperium bringt einiges an Fläche auf den Tisch und ist am Ende ein Experten-Roll and Ride Spiel. Mit Johanna wird das beliebte Orléans von Rainer Stockhausen als Draw and Ride Spiel umgesetzt. Es werden wieder Gefolgsleute aus einem Beutel gezogen. Diese bestimmen diesmal, wie wir etwas auf unserem Blog eintragen oder einzeichnen dürfen, um an Punkte zu kommen. Riverside vom Kobold Verlag kombiniert einen variablen Spielplan mit Würfeln und Schreibblock. Ein Spieler gibt den Würfelwurf für alle vor. Von diesen Würfeln darf dann jeder einen aussuchen, um auf seinem Schiff Passagiere abzukreuzen. Hohe Zahlen müssen wahrscheinlich mit Wärme bezahlt werden. Anschließend kann jeder eines seiner Schiffe zu einem gültigen Ausflugsziel in der Nähe des großen Schiffs auf dem Spielplan senden, um Punkte zu generieren. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Game Factory ist ein Vertreter der Flip-and-Ride-Spiele. 2 verschiedene Kartentypen bestimmen, wo man Wege und besondere Funde auf seinem Plan anzeichnen darf. Ziel ist es, einen durchgängigen Weg zum Mittelpunkt einzuzeichnen und wieder einen Weg hinauszufinden. Dabei sollte man möglichst viele punkteträchtige Entdeckungen machen. Cross & Oceans ist das neue Spiel von Marc Gerz und erscheint wie gewöhnlich beim PD-Verlag. Das Spiel versetzt die Spieler in die historische Schifffahrt. Mit großen Ozeandampfern müssen sie Schiffsrouten erstellen und Waren ausliefern. Ein Teil des Spiels wird dabei von einem kleinen Rondell gesteuert. Bei Mana Mana von Zoch werden Karten ausgelegt. Jeder will eine möglichst große und umfangreiche Auslage generieren. Dabei darf man aber auch Karten in die Auslage der Mitspieler legen und wird dafür sogar noch belohnt. Noris kommt mit Escape Your Home Zuwachs im eigenen Escape-Spielsortiment. Wie der Name schon sagt, wird diesmal das eigene Wohnzimmer zum Escape Room umgebaut. Escape Your Home besteht aus 6 kleineren Missionen, die jeweils ca. 15 Minuten dauern. Acropolis ist ein Plättchenlegespiel vom Kobold Verlag. Aus einer Auslage dürfen sich die Spieler reihum bedienen und müssen natürlich prächtige Städte zusammenlegen. Dabei kann und muss auch überbaut werden, um an Punkte und Steine zu kommen, ohne die man irgendwann nicht mehr handlungsfähig wird. Die Terrakotta-Armee zählt als eines der Schwergewichtsspiele der Messe. In Deutsch ist das Spiel bei Giant Rock erschienen und wird nach der Messe erhältlich sein. Auch hier steht ein Rondell im Zentrum, über das gesteuert wird, welche Aktionskombinationen uns zur Verfügung stehen. Mit diesen erstellen wir schlussendlich unterschiedliche Statuen, die jeweils eigenen Regeln folgen. Auch Icky ist ein anspruchsvolles Spiel von Giant Rock. Hier spielen verschiedene Elemente wie Karten, Spielereihenfolge oder Ressourcenmanagement eine Rolle. Im Zentrum steht aber ein Rundkurs, auf dem unsere Hauptfigur sich bewegen, um Aktionsmöglichkeiten zu besuchen. Diese werden zum Teil von den Spielern bestimmt und ändern sich auch stetig während der Partie. Mit Billard bringt der Korax Verlag wieder ein fies interaktives Spiel auf den Markt. Es treten 3 Gruppen gegeneinander an, bei mehr Spielern müssen Teams gebildet werden. Es gilt, so viele Gelehrte wie möglich anzuwerden oder zu ermorden, je nachdem welcher Fraktion man angehört. Bei Hitster gibt es was auf die Ohren. Die Spieler hören Songs der Weltgeschichte und müssen diese in die richtige Reihenfolge bringen. Das Spiel wird von einer App unterstützt, die es mit Spotify verknüpft.
Ja, das war sie also, die Spiel 22. Ihr seht, hinter mir wird schon abgebaut, aber wir konnten hier sehr viel erleben. Wir hatten die Panels, wir hatten die Spiele, die Verlage. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei den drei Reportern, die mich vertreten haben. An den Nico, an den Stefan, an den Christoph, die für mich die Interviews gemacht haben. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr selber wieder die Interviews machen kann. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Spielen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.